So, jetzt haben wir Fugen, die Spender. Hier ist die Fensterbank. Ne? Die ist hier drunter. Und dann hat man zwei Fugen, die Spender. Sind aber beide falsch, weil das Fugen, das ist total Blödsinn. Ne? Und das Fugen, die Spender muss hier vorne sein. Aber jetzt schauen wir uns mal die Verklebung an. Ne? Wenn man mal so schaut, hier kann man schon mal sehen, da ist null Haftung. Ne? Und normalerweise, wenn eine Platte ganz abgeht nach mehreren Wochen, bitte weggehen unten. Ne? Ist die Verklebung nicht in Ordnung. Ne? So, und wenn wir schon mal dran sind, dann fangen wir wieder an. Die ist auch los. Wie gesagt, der Hersteller hat, er ist ein sehr, sehr guter Hersteller, überhaupt nichts gegen zu sagen. Das hat nichts mit dem Mörtel zu tun von der Qualität. Hier klebt es. Du kannst schon sprechen, ne? Mir fällt nichts mehr ein zum Sprechen. Aber man kann die Platten doch recyceln. Man muss sie nicht wegschmeißen danach. Also wenn Platten so zu entfernen sind, dann stimmt irgendwas mit der Verklebung nicht, ne? Dafür haben wir wieder Fugengespender. Das hintere ist Blödsinn, da braucht er gar nicht. Und vorne, das gehört an der Vorderseite. Er hat zu dran gemacht und den Rest hat er mit Schaum zugeschäumt. Einen machen wir noch, ne? Aber sicher. Ein. Oh, die kommt von selbst. Habe ich auch so noch nicht gehabt. Ja, ist auch ein Mörtel, der nicht für Folie gedacht ist. Und auf PU klebt das Zeug auch nicht. Also wir reden immer über klebegeeignete Untergründe. Wenn es ein mineralischer Armierungsmörtel ist, gilt der nur für Beton und Mauerwerk. Folien, PU-Schaum ist im Prinzip kein klebegeeigneter Untergrund. Ne?
kann man so sehen. Ne? Dafür haben wir hier aber schön Kondenswasser. Ist schon Kondenswasser an der Stelle. Aber da sage ich, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist nicht mein Gewerk. Da kann ich nichts zu sagen. Was ich aber sagen kann, dass das große Käse ist. Packet wieder nicht. Ja, ist ja auch nicht so richtig beschädigt, ne? Nur so halb beschädigt.